Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Port Royal abgeschlossen und ich habe gesagt, wir gehen zu den nächsten Silhouetten, zu den Abwesenden. Und warum bin ich hier? Deswegen, ja, wir gehen noch mal kurz hin und tun die Meisterform aufleveln. Yeah. Oh Gott. Das ist ehrlich gesagt mein zweiter Versuch gerade aufzunehmen. Ich habe gerade die Aufnahme begonnen, bin hier runtergegangen, habe mich in die Heldenform verwandelt und ja, hab dann nochmal neu gestartet. Aber jetzt war mal richtig Meisterform. So, und zack. Luftkombo Plus. Ja, ist jetzt nicht so dolle. So. Rufen kann ich auch noch auf Screen hochleveln. Die Weisenform. Nee. Die wird nervig. Aber vielleicht machen wir einen neuen Nebenpart. Egal. Wir gehen jetzt erstmal noch. Wo hier ist, glaube ich. Ja, die. Die haben, glaube ich, auch noch was für uns. Oder? Ja, haha. Habe ich ganz vergessen. Liars! What? Leon doesn't have any treasure! And we fought for you guys. Donald! Well, I had to tell him something. I don't see how we're gonna work this out. So, what should we do? Okay. It's go time. We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Ich habe nur ein Gewand aus reinstem Gold. Lass mich. Okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy. This stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey's been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, sollte er dann jetzt alles? Bye. Good luck on your journey. So viele Anspielungen an Final Fantasy 10-2. Okay. Damit das Schlüsselschwert, woher weiß er das? Der Möwenflügel besitzt hohe Magiekraft, doppelt die alten Erfahrungen, wenn dir weniger als die Hälfte einer AP beim Sieg über einen Gegner verbleiben, was auf den ersten Blick noch halbwegs gut klingt, aber nein. Ja, Weltenkarte, ja, Weltenkarte. Oder sollen wir erst die Weisenform leveln? Ich wüsste jetzt keinen Ort so auf Anhieb, nein, die gut leveln kann. Lass mich nachdenken. Wo sind dann schwache eigentlich in der Dings? In der Arena wieder, ne? Kann man ja so einen Durchgang machen. Oder? Hm. Na komm. Und so ein Level Up abholen, glaube ich. Sind, glaube ich, auch kurz davor. Und dann versuchen wir was. Müsste er eigentlich schaffen. Wenn nicht, dann haben wir ihn nur kurz reingeschnuppert, den Kampf. Da. So. Limitform muss ich auch noch mal. Verdammt! Wort kann ich auch im Kampf dann machen, aber bei meinem Glück passiert sowieso wieder das Offensichtliche. Da. Okay. Irgendjemand tragbare Dinger. Nein, okay. Ja, 37, als ob ich 37 Gegner jetzt platt mache. Ups. Hab's kaputt gemacht. Ich kann einen Driver einsetzen, ne? Habe ich ja auch genug. Irgendwann kann man die auch gut farmen, glaube ich. Wurf, als meins. Was meins? Mal so ein bisschen hier rein spendieren.
den Fähigkeiten. So, wie viel habe ich jetzt? 33 hatte ich gekauft, ne? Wie kann es, dass ich nur zwei von denen erledigt habe? Kann es sein, dass nur diese Kills hier zählen oder was? Also glaube ich das nämlich. Und die Viecher waren viel stärker im ersten Teil. Ne? Boah, ich werde sowieso nicht dazu kommen, eine Form einzusetzen im Kampf, ne? Lass mal das. Ah, nein. Oh, das war's. Ich habe gerade ein Level Up noch abgeholt. Jetzt können wir schon in den Kampf reingehen. Boah, vielleicht kriege ich ja noch. Ich habe noch mal die Weisen vor mir aktiviert. Verdammt. Verdammt. Sehr gut. Uff. Weiß schon, warum ich Blitz am liebsten mag. So, ouch. Boah, wie viel er liegt. Jetzt so mal. 11. Oh, sehr gut. Komm schon, wir sind so nah dran. Falsche Reihenfolge. Ich war auch noch gelevelt, die blöde Form. Ja, sonst hätte ich so direkt auf die schon gezielt. Uff, so machen wir das. Und Magie sparen. Also MP. Auf. Am Schaden. Oh mein Gott. Zwei, es ist so was von klar. Oh nein, jetzt sind hier diese blöden Viecher. Jetzt kommen wir jetzt wieder wegen ein, zwei Viechern hier, ne? Zwei Kills, ehrlich. Oh, ich erinnere mich. Komm her, du. Weil du mir auf die Nüsse gehst. Boah, nein. Wer geht halt so auf den Nerven, dass die von nix hier gestunt werden? Ich hau auf die drauf, die Blöde, aber die machen weiter mit ihren Angriffen. Also jetzt verdammte Weisen vom Level ab. Oh mein Gott. Dann können wir auf zur Silhouette. Nach etwas Verzögerung. Ich glaube, das sind auch schon die vorletzten Level, ne? Danach kommt eigentlich nicht mehr so viel Drive-mäßig aufleveln können. Wir sind schon auf den vorletzten Level. Okay, hier hätte ich vielleicht trainieren können. MP hast, ja. Das ist eine Fähigkeit, die ist sehr gut. So, und jetzt gehen wir. Während wir verwandelt sind, zurück zur Weltkarte, damit wir halt wieder aufgefrischt bekommen, ja. Und so haben wir wieder das Spiel gecheatet. Hui. Schön. Schön, wenn das Spiel für mich arbeitet. Gut. MP hast, das hätte ich gerne.
kann ich mir sogar leisten, und einen blöden Dings hier reinzuballern. Ja, jetzt noch die Limit Form und rufen. Rufen mache ich offscreen und Limit Form, das ist nicht schwer. Also jetzt, wo ich nur eine jetzt zur Verfügung habe, ist das sowieso nicht mehr so schwierig. Okay, jetzt zur Silhouette. Aber eine Silhouette, versprochen, oder kommt eine Silhouette? Wir können uns ja nicht hier. Irgendeinen Grund können wir uns nicht hier an allen Orten hinporten. Wahrscheinlich war das Schiff immer nur an einem Ort, aber trotzdem. Ich fällt gerade auf, ich muss meine Ausrüstung ändern, bevor ich in den Kampf gehe. Auf was Bestimmtes ausrichten. Wir haben ja noch 5. Okay. Dann los. Ich habe AP durchs Level abbekommen. Schon gefragt. Dann habe ich auch einmal 3 gehabt. Okay. Wie heißt er auch nochmal? Einer den Mörder, ne? Ja, einer den Mörder. So, wahrscheinlich nochmal ein paar Gegner, ne? Oh, wat? Und die waren schnell weg. Ja, jetzt die weißen Form auch aufleveln können. Geil. Äpf. Hab ich zu Tode geblockt. Gut. Gut. Kennt noch jemand die Waffen? Ich brauche erstmal ein paar Sachen hier. Abbas-Kette. Irgendjemand noch was? Du nimmst das Ding mal weg und nimmst das hier. Wow, ging alles hier. Ich muss mich nämlich auf Blitz einstellen. Blitz und Blitz. Verdammt. Ja, da habe ich 48% Blitzresistenz auf Kosten von ein bisschen Verteidigung. Ich werde mich nicht verwandeln, weil ich weiß genau, was dann schon wieder passiert. Die ganzen Formen natürlich hier in den Bosskämpfen voll nutzlos macht. Okay. Unser Gegner hat Messer als Waffen. Da gibt es so einen Charakter, der mit Messern gekämpft hat in Rechain of Memories. Aber wir sind ja selten, der Schatten einer Gestalt ist in eine Waffe gebrannt. Das sehe ich mir näher an. Das sieht doch interessant aus. Da gucken wir uns mal näher an. Natürlich das Erste, was wir denken. Gut. Etwas kleinerer Kampfring in Chain of Memory Style. Es ist Laxen, die Bitch aus Chain of Memories. Wortwörtlich. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, sie ist ein bisschen gefährlicher als Sexion. Ich glaube, die Blitzresistenz bringt's auch. Wie? Okay, was? Kann ich rechtzeitig? Okay, guck mal, macht ja gar keinen Schaden. Ah. Naja. Autsch. Wir gar nicht wissen, wie viel das abgezogen hätte ohne Blitzdingens. Ja, ich glaube, die macht uns fertig. Aua. Kommst du mal her, verdammt. So, jetzt aber direkt nach der Combo.
Angst. Ja, ein bisschen Angst. Die japanische Stimme ist viel besser in dem Kampf. Na, danke. Komm her. Ja, lach, wenn ich dich nicht schaffe. Oh. Ja. Au. Ehrlich. Hör auf damit. Ich hab gesagt, hör auf damit. Problem. Ah. Einfach nicht stehen. Na, ich war die ganze Zeit Dreieck am Meschen. Oh Gott. Wenn der Himmel dunkel wird, ist immer ein böses Zeichen. Oh Gott. Jetzt zum Beispiel. Oh Mann. Komm, ah, kommt sogar völlig her. Komm her. Komm her. Hm. Oh nein. Ich habe das nur gemacht, um mich in Sicherheit zu bringen. Komm her. Komm her. Komm schon. Nein. Oh nein, ich bin tot. Oh Gott. Mais, komm. Wir haben da so ein blöder Blitz vom Himmel. Ich war so auf sie fokussiert. Ich wollte gucken, wo sie verdammt nochmal anfängt mit ihren Kreisel. Weil ich vergessen hatte, noch Blitze vom Himmel regnen. Ah. Hm. Warte. Oh nein, jetzt sind meine Ausrüstungssachen wieder anders, ne? Das kotzt mich so ein bisschen an. So, Blitz. Blitz. Was? Also. So, Blitzspange und. Ja, halt, warte mal. Hey, das gibt ja gegen alles. Aber, ist ja egal, eigentlich. Okay, nochmal. Ich habe nichts, was meine Dingens hier. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich setze sowieso keine Dingens ein. Keine. Warte mal, Schadenskontrolle. Wird er den Schaden kriegen? Nee. Immer den ja, weil ich verwandle mich sowieso nicht in Formen hin. Ich wollte mich eigentlich nur in die Form verwandeln, um mich zu heilen, weil ich hätte auch ein Eye Potion oder so einsetzen können, aber das hätte nie im Leben rechtzeitig funktioniert. Da musste ich mich verwandeln. Und da passiert natürlich, wenn ich sie getroffen, dann wäre sie Geschichte gewesen, aber nein. Es muss ja natürlich wieder anders kommen. Ich habe schon wieder gelacht. In unter 30 Minuten schaffen wir die ja wohl. Gibt's auch nicht. Bin ich lustig. Weil ich, mir war schon klar, dass sie ein bisschen schwieriger ist. Mein Goofy und Donald eigentlich die meiste Zeit kaputt. Hab gar nicht drauf geachtet. Boah, guck ich mal mein Schwert an. Okay. Ah, komm her. Nochmal. Runde 2. Ich verliere nicht gern zweimal. Aua. Danke. So. Ich ziehe jetzt ein bisschen mehr ab. Und meine Abschlussangriffe sind stärker. Boah. Mein Gott, das sah brutal aus. Mein Gott, wie oft kann ich auf sie draufschlagen?
Darf ich erstmal am Boden landen? Danke. Oh Mann. Ah, ich habe geblockt. Was machst du jetzt? Mal jetzt sehen. Und Goofy dreht sich auch. Alle drehen sich. So, nochmal viermal. Boah. Ah nein, Abschlussangriff plus, das sorgt für zwei Abschlussangriffe. Ich Idiot. Ich hatte Abschlussangriff Boost im Kopf, verdammt. Jetzt gut. Nein, jedes Mal. Okay. Da lieber rollen, habe ich das Gefühl. Oh, wow. Aber Block, Mann. Was willst du eigentlich von mir? Puff. So, so mache ich das. Der war, glaube ich, schlecht teilen. Oh Mann. Aber diesmal schaffe ich dich. Aua. Ja, geil. Komm her. Oh, ich glaube, ich hab sie. Puff. Sie wollte gerade abhauen. Hat schon gesehen, wie sie kontern wollte. Dann habe ich noch vier gedrückt. Für den zweiten Abschlussangriff. Ausgezeichnet. Schön, wenn ein Plan funktioniert. So, das war's mit Lark 10. Arkanenblitzformel und flüchtige Version. Vision. Gut. Gut. Ah, okay. Wenn ich fortfahrt geschafft haben. Ich dachte die ganze Zeit, Abschlussangriff plus bedeutet, dass ich mehr Schaden mit meinem Abschlussangriff mache. Aber nee, das Abschlussangriff Boost. Kontinuierlich. Abschlussangriff plus. Ja. Oh Mann. Gehen wir wieder hier hin. 31, 31, okay. Goofy, why are you stronger than me? Arkanenblitzformel, ja, aber ich lass mal das erstmal. Kann jetzt noch die Limitform irgendwo aufflammen, aber lass mal das. Gut, dann beende ich hier den Part. Und wir sehen uns dann. Nächste Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.